Was geht ab, meine Wunschkinder? Soeben wurde die neue Season Operation Northstar enthüllt und ich trage für euch mal wieder alle Informationen zusammen, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Es passiert tatsächlich eine Menge, beziehungsweise Changes, die enormen Impact auf das Game haben. Ich habe alles wieder in Abschnitte unterteilt, also könnt ihr in der Timeline hin und her springen, um das gewünschte Thema zu suchen. Kurze Anmerkung, ich streame die Testserver morgen wieder auf Twitch, der Link ist natürlich in der Beschreibung. Wir fackeln aber nicht lange und beginnen direkt mit dem neuen Operator Thunderbird. Thunderbird ist der neue Defender, beziehungsweise die Defenderin im Team Rainbow und ist ein 3-Speed-Operator. Bevor wir detailliert an ihr Gadget gehen, kommen wir noch zu ihrer Ausrüstung. Sie hat als Primärwaffe die Spear 308, das ist die Waffe, die Finker hat. Thunderbird hat aber die NATO-Visiere und nicht wie Finker die russischen. Als zweite Primärwaffe hat sie die Spass 15 von Cavera. Als Sekundärwaffe die Q929, das ist die Pistole von Ying und Legion und die Bearing von Hibana und Echo. Als Sekundär-Gadget Kontaktgranaten oder ein C4. Aber was genau macht Thunderbird hat drei sogenannte Kona Stations, die euch im Grunde wie Doc heilen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf eine Kona Station. Eine Kona Station wird auf dem Boden platziert und braucht einen kurzen Augenblick, um aktiviert zu werden. Hier auf dem Boden seht ihr auch den Aktivierungsradius. Wenn die Kona Station aktiviert ist und man in diesen Radius tritt, schießt es automatisch eine Stimkugel auf dich, die einen Operator um 30 HP heilt. Sobald ein Operator geheilt wurde, braucht die Kona Station 35 Sekunden, um sich wieder aufzuladen und eine neue Stim verschießen kann. Wenn ihr 100 HP habt, gibt euch die Kona Station einen Overheal, aber da kommen wir später nochmal zu. Wenn sich zwei Operator im Radius befinden, präferiert die Kona Station immer den Operator mit der niedrigsten HP. Achtet darauf, dass ihr die Kona Station nicht auf Tischen oder generell Erhöhungen platziert, weil sie sonst nicht aktiviert wird. Die Kona Station heilt aber auch die Attacker, also sie kann zwischen Verteidigern und Angreifern nicht unterscheiden. Ihr könnt also alle drei Kona Stations an einen Ort platzieren, daran vorbeilaufen und euch einen vollen HP-Boost abholen. Die Kona Station hat aber noch einen Zusatzeffekt. Wenn ihr verletzt seid und auf dem Boden liegt, könnt ihr in Richtung Kona Station krabbeln und ihr werdet automatisch von der Station geheilt und werdet revived. Also kann das Ding mehr als Doc und sogar besser. Gekontert wird die Kona Station natürlich durch Beschuss und durch einen Taser der Schockdrohne von Twitch. Thatcher schaltet diese natürlich einfach nur aus. Machen wir weiter mit Buffs und Nerfs und eine Sache wird euch absolut nicht gefallen, aber beginnen wir von vorne. Smoke wird so gesehen gebufft. Das Gas aus seinen Kanistern klebt jetzt nicht mehr durch Wände und breitet sich viel zuverlässiger aus. Man merkt aber auch, dass das Gas viel besser das Areal abdeckt und auch einen anderen Look hat. Sieht irgendwie aus wie ein kleiner Sandsturm. Dann kommen wir zu Milusi. Ja, es ist soweit. Milusi wird wohl ab kommender Season nicht mehr zum Standardbann gehören. Denn Milusi wird auch genervt. Wenn man jetzt ein Banshee platziert, kann man sie zwar nicht mehr mit einem Nahkampf zerstören, kann sie aber als Attacker ganz normal abschießen, sobald man sich im Aktivierungsradius befindet. Denn das Banshee öffnet sich wie eine Blume und dieser Teil ist dann die Schwachstelle und ist mit einem Schuss zerstört. Auch Ashe wird genervt. Ja, das Thema geht auch noch etwas tiefer, wozu wir aber danach kommen. Ashe verliert wieder einen Sprengkörper und, was viel wichtiger ist, der Recoil von Ashe wird erhöht und das nicht zu knapp. Links seht ihr den aktuellen Recoil und rechts den neuen. Beide Server wurden mit Flashhider getestet, was wichtig ist, denn wie gesagt, da kommen wir gleich zu und wird Rainbow nochmal komplett verändern. Kommen wir aber zu Nöck. Nöck wird gebufft, aber nur für die Testserver. Der Change ist immer noch in der Entwicklungsphase. Nöck löst jetzt in ihrem Tarnmodus nur noch Capcan-Traps, Frostmatten und Aruni-Gates aus. Ella's Grismod-Meme, Bewegungsmelder und Milusis Banshees werden nicht mehr ausgelöst. In den Patch-Notes steht nur etwas von laserbasierten Gadgets. Da Legion's Goo-Meme kein laserbasiertes Gadget ist, muss ich das noch testen, ob diese ausgelöst werden oder nicht. Dafür wird aber der Silent Step von Nöck entfernt, also sie ist im Schleichmodus jetzt genauso laut wie alle anderen Operator. Jetzt kommen wir zu dem Change, der Rainbow nochmal neu aufziehen wird. Die Aufsätze werden überarbeitet. Der Kompensator ist für die horizontale Rückstoßverringerung da. Bedeutet, wenn eine Waffe stark nach rechts oder links springt, sollte man einen Kompensator nutzen. Der Flashhider reduziert den vertikalen Rückstoß, also für Waffen, die stark nach oben gehen, und da kommt Ashe ins Spiel. Auch wenn der Rückstoß von Ashe erhöht wurde, empfehle ich euch, den Flashhider auf Ashe zu spielen. Der Rückstoß ist dann wieder gut kontrollierbar. Die Muzzle Brake zentriert eure Waffe schneller, ganz egal, ob es eine DMR ist oder nicht. Sobald ihr aufhört zu schießen, bewegt sich eure Waffe schneller an den Ausgangspunkt zurück. Ich denke, da kann man nochmal ein detailliertes Video drüber machen, um alles genauer zu erklären. Auch der Schalldämpfer und der Extended Barrel werden wohl verändert, wie ich das verstanden habe. Aber dazu habe ich momentan noch keine genaueren Informationen. Ich werde mich aber mal schlau machen. Weiter geht es mit einem massiven Update, das sogenannte Shadow
Shattered Glass. Kugelsichere Intel-Quellen wie das Fenster von Mira, die Evil Eyes von Maestro und Bulletproof Cams können jetzt mit einem einzigen Schlag das Sichtfeld behindern. Also es zerspringt so gesehen das Glas an dem jeweiligen Objekt. Maestro kann seine Cams noch immer weiter nutzen, muss diese aber dann öffnen, um etwas zu sehen. Bulletproof Cams werden nicht mehr zerstört, können aber auch weiter genutzt werden als Soundquelle. Miras Fenster können von außen und innen beschädigt werden, also solltet ihr jetzt nicht mehr aus Langeweile vielleicht gegen das Glas schlagen von innen. Auch wenn Bulletproof Cams auf der einen Seite genervt wurden, haben sie auf der anderen Seite einen extrem geilen Buff bekommen. Es ist jetzt nicht nur möglich, eure Cams zu drehen, sondern sie wurde auch mit einem EMP-Schlag ausgestattet. Sie hat unendlich Schuss, muss aber nach jedem Schuss 10 Sekunden aufladen. Damit könnt ihr Drohnen jammen oder auch andere elektronische Gadgets der Attacker, wie zum Beispiel Claymores. Ihr könnt ruhig mit dem Ding rumballern, denn die Gadgets eurer Teammates sind nicht von dem EMP betroffen. Gameplay Changes. HP ersetzt das Armor-System. Dieser Change ist auch erstmal nur für die Testserver und kommt nicht sofort ins Game. 3 Speed Operator starten mit 100 HP, 2 Speed Operator starten mit 110 HP und 1 Speed Operator starten mit 125 HP. Wenn ihr jetzt noch eine Rook-Weste anzieht, wird eure HP nochmal um 20 geboostet. Jedenfalls habe ich das nur bei Rook getestet. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein 3 Speed Operator wie Bandit oder Melusi mehr dazu bekommt. Außerdem nimmt Rook beim Platzieren seiner Rüstung eine Weste automatisch schon auf. Also ihr müsst jetzt nicht mehr platzieren und dann nochmal extra eine aufheben. Netter kleiner Change. Also um das nochmal zu verdeutlichen. One Speed Operator starten mit 125 HP plus 20 HP bei Rook-Westen. Das sind gleich 145. Und wäre das nicht schon genug, bekommt ihr auch noch durch Doc oder die Corner Station einen Overheal und könnt bei 175 HP landen. Aber wir sind immer noch nicht fertig, Leute. Kommen wir zu dem Gameplay After Death. Auch dieser Change ist erstmal nur auf den Testservern zu sehen. Zunächst, wenn ihr jetzt sterbt, gibt es keine Zeitlupe mehr. Ihr seht den Ort, an dem ihr gestorben seid, dann setzt die Wiederholung ein, die ihr dann skippen könnt. Und könnt dann als Attacker eure Drohnen weiter nutzen und als Defender wie Mozzy, Maestro oder Echo eure Cams weiter nutzen. Ich bin halt echt gespannt, wie das wird. Darüber hinaus ist endlich Schluss mit Client-Side-Bodies. Wenn ein Operator jetzt stirbt, verschwindet sein Körper und wird mit einem transparenten Operator-Icon ersetzt. Ich liebe diesen Change. Nicht nur, dass der Körper oft die Sicht versperrt hat und für den anderen nicht. Nein, das Geile ist auch, dass Körper manchmal so unglücklich gelegen haben, dass man sie mit einem lebenden Operator verwechselt hat und dann auf die Leiche geschossen hat. Ein weiterer Change, der euch wohl sehr gefallen wird, und zwar verschwinden die Bullet Holes. Es gab, glaube ich, nichts Unverdienteres, als jemanden durch ein Bullet Hole zu killen. Wenn man jetzt einzelne kleine Löcher in eine Wand schießt, bleiben diese einfach schwarz und sind undurchsichtig. Kommen wir noch zu kleinen Changes. Das HUD wurde nochmal überarbeitet. Es sieht jetzt viel nutzerfreundlicher aus. Man sieht, welche Seite welche Runde gewonnen hat und, das allerbeste, man sieht, welcher Operator gebannt wurde. Auch das User-Interface im Menü wurde angepasst, aber auch leider die Icons. Ich muss ehrlich sagen, dass mir diese nicht gefallen, aber man kann auch nicht alles haben. Über den Favela-Rework rede ich jetzt nicht, weil das dauert zu lange. Die Map ist halt komplett überarbeitet, also man findet nahezu nichts mehr wieder. Favela ist halt einfach komplett neu, aber nur für Casual und nicht für Ranked. Das letzte, was ich euch noch mit auf den Weg geben kann, ist, dass 5 Operator runtergesetzt wurden. Zero kostet nur noch 20.000 Renown oder 480 Credits. Goyo und Amaru kosten nur noch 15.000 Renown oder jeweils 260 Credits. Maverick und Clash nur noch 10.000 Renown oder jeweils 240 Credits. Hier lege ich euch definitiv Maverick ans Herz, falls ihr ihn nicht habt. Ich kann nur sagen, dass 10.000 Renown für einen guten Operator schon fast eine Frechheit ist. Holt euch Maverick. Denkt dran, ich streame die Testserver, sobald sie online sind, auf Twitch. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.